Nun hat das Wort für die Fraktion Die Linke Frau Artus. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, circa 5 Millionen Menschen in Deutschland, das wurde schon gesagt, leiden unter einer rheumatischen Erkrankung und sie ist ebenso wie Diabetes eben keine alte Leute-Krankheit, sondern betrifft Menschen aller Altersgruppen, sogar Kinder. Und da jede Rheumaform eine ganz spezifische Behandlung erfordert, ist bei jedem Rheumapatienten und jeder Rheumapatientin eine ganz präzise Diagnose entscheidend und oberstes Ziel der Therapie ist die Verbesserung der Lebensqualität. Daher kann es nicht angehen, dass Betroffene so lange Wartezeiten haben, wie Frau Stöver sie in ihrem Beitrag dargelegt hat. Eine frühzeitige Therapie verhindert nicht nur Leid, sondern sie reduziert eben auch die Kosten. Und trotzdem gibt es in Deutschland nur einen Rheumatologen bzw. eine Rheumatologin auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Daher ist es nur konsequent, wenn die Fachgesellschaft für Rheumatologie mehr Lehrstühle fordert. Und wir finden, die Gesundheitssenatorin sollte ihren Einfluss dahingehend geltend machen, auch unter Nutzung des Vorsitzes der Gesundheitsministerinnenkonferenz. Und ich fände es hilfreich, wenn die Schwerpunktpraxen einschließlich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die Frühdiagnose-Sprechstunden für an Rheuma erkrankte Menschen anbieten, besser bekannt gemacht werden. Ich möchte noch Folgendes anmerken. Die häufigsten Volkskrankheiten in Deutschland sind Bluthochdruck, Rückenschmerzen, Fettstoffwechselstörungen, Atemwegserkrankungen und Depressionen. Und die Hauptgründe für Krankschreibungen waren psychische Erkrankungen mit 23 Tagen und Rückenschmerzen mit 13 Tagen. Und die häufigsten Todesursachen in Deutschland sind Herzinfarkte, Schlaganfälle, gefolgt von Krebsleiden. Die Prognose zum Anstieg von Zivilisationskrankheiten bis 2015 sieht auf Platz 1 Demenz, gefolgt von Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs. Das möchte ich verdeutlichen, um klarzustellen, welche fachmedizinische Versorgung gegenwärtig notwendig ist und welche in den nächsten Jahren notwendig sein wird. Wir haben also eine Fülle von medizinischen Versorgungsfragen, die einer Lösung bedürfen. Und ob wir in Anbetracht dessen speziell für rheumatische Erkrankungen einen Versorgungsbericht in diesem von der CDU beantragten Umfang benötigen, kann ich jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Ich bin ja selten einig mit Herrn Dr. Schinburg, aber ich zweifle genauso. Meiner Meinung nach liegt der konkrete Handlungsbedarf sehr wohl schon auf dem Tisch. Und dass der Antrag erstmal in den Gesundheitsausschuss geht, dazu können wir uns dann weiter austauschen und dann sehen wir weiter. Applaus